Ja, das war die Bergtour von Aachenkirchen, also vom Aachensee hoch zur Seekarspitze. Und dann ging es noch weiter mit einer Gratüberschreitung zur Seebergspitze. Alles in allem war das eine Wanderung mit ca. 18 Kilometern. Und ich habe, glaube ich, so an die 7 oder 8 Stunden dafür gebraucht. Ich hatte auch etwas mehr als 18 Kilometer auf dem Tacho, weil ich ja immer das Stativ holen musste. Also bin ich in Summe 19 oder 20 Kilometer gelaufen. Die Tour ist wunderschön, weil oben hat man auf den beiden Gipfeln eine wunderschöne Panorama-Aussicht. Also die Gipfel sind auch sehr breit, man kann sich da oben gut bewegen. Jedoch solltet ihr wissen, für diese Tour braucht ihr wirklich ausreichend Kondition und Fitness. Auch gerade für die zweite Gipfelbesteigung ist alpine Erfahrung wirklich notwendig, weil man muss tatsächlich klettern, sich ja, festhalten, hochziehen und man sollte da auch etwas schwindelfrei sein und trittsicher, weil es geht schon links und rechts richtig, richtig gut runter. Also Angst vor der Höhe sollte man da nicht mitbringen. Aber wenn man es hoch schafft, wird man mit einer wunderschönen Aussicht belohnt und das ist es wirklich wert, ja, diese beiden Gipfel zu ersteigen. Ihr könnt auf dem Weg zu den Gipfeln, gerade so in der Mitte, zur Seekaralm gehen, also da einkehren. Ihr kriegt da auf der Seekaralm was zu trinken und auch eine Kleinigkeit zu essen. Und die Wirtin war super nett zu mir. Also hat mir auch den Tipp gegeben, unbedingt auch beide Gipfel zu machen und diese Wanderung in einer Rundtour zu kombinieren, dass man nicht auf demselben Weg wieder hinunter muss. Vom Wasser her hatte ich jetzt, glaube ich, 1 Liter dabei. Das hat mir völlig ausgereicht, weil ich eben auch auf der Seekaralm eine gute Holunder-Spritzschorle getrunken habe. Die Bergtour sollte man auf jeden Fall bei gutem Wetter machen, denn wenn es kurz vorher geregnet hat oder man im Regen gerade absteigen möchte, kann es sehr, sehr glitschig und gefährlich werden, weil die Steine einfach sehr glatt sind und man läuft sehr lange Zeit auch auf Schotter und dann ist es einfach zu glatt. Die Wanderung beginnt so, dass man an diesem Campingplatz in Aachenkirchen nach oben läuft. Erstmal eine gute Zeit auf einer Vorstraße und dann geht die Wanderung schon direkt in so ein Waldstück rein. Und im Wald läuft man diese Serpentinen im Zickzack nach oben, was recht schön ist. Also es ist irgendwie ein Laubwald, Buchenwald und es ist total schön gewesen, da hochzulaufen, bis man dann oben irgendwann an der Seekaralm ankommt. Von der Seekaralm geht es dann immer weiter hoch, raus aus der Baumgrenze, hoch ins alpine Gelände. Und da wird es dann auch wirklich anspruchsvoll und da braucht man die nötige Kondition nach oben. Oben angekommen an der Seekarspitze hat man eben diesen wunderschönen Ausblick und dann muss man einfach auch wirklich die Gratüberschreitung machen, weil das ist eigentlich das Schönste und das Besondere an der Tour, dass man da, der Grat ist vielleicht 2, 3 Meter breit und da hat man einfach eine Wahnsinnsaussicht nach links und rechts, links auf den Aachensee. Ah, das ist einfach wunderschön, macht es auf jeden Fall. Wenn ihr euch den zweiten Gipfel nicht traut, könnt ihr auch kurz vor dem zweiten Gipfel die Rundtour abkürzen, wieder rechts nach unten laufen, Richtung Seekaralm. Also dann habt ihr auch keine 18 Kilometer am Ende auf der Uhr, sondern etwas weniger und spart euch wirklich die Kletter-Action hoch zum zweiten Gipfel. Aber wenn ihr euch das zutraut und wart schon mal im Gebirge und habt entsprechende Bergschuhe dabei, packt ihr das auf jeden Fall. Zu den Bergschuhen und zu meinem Equipment möchte ich kurz sagen, ich habe die Meindl Bergschuhe angehabt. Die habe ich mir erst neu gekauft. Die Teile sind stabil, super leicht und die Sohle ist sehr, sehr griffig. Im Vergleich zu meinen alten Bergschuhen, muss ich echt sagen, sind die um einiges leichter und das erleichtert mir auch die Wanderung, weil schwere Bergschuhe sind einfach kein Spaß bei 18 Kilometern oder wenn man länger läuft. Die Teile sehr zu empfehlen. Und um Blasen zu vermeiden, habe ich immer diese Falke Wandersocken dabei, die TK2. Also die sind ein Muss, so sehen die aus. Die sind ein Muss, TK2. Und ich habe die Größe, ich habe Größe 42, 43 und die passen tipptopp. Die vermeiden die Blasen, weil sie einfach den Schweiß vom Fuß nach außen tragen. Und in Kombination mit den Wanderschuhen ist es wirklich angenehm und man kann diese 18 Kilometer easy durchlaufen. Ja, mich selbst gefilmt habe ich mit der Sony A7 III Kamera und dem 16-35mm Objektiv. Habe auch die 360-Grad Kamera oben am Gipfel dabei gehabt. Die Aufnahme seht ihr zum Beispiel oben auf dem Grat, wo ich unter der Kamera durchlaufe. Da habe ich sogar einen 3 Meter Selfie-Stick aufgestellt und konnte da auch so eine einmalige Aufnahme für euch generieren. Also das ist die Insta360 Kamera,
Das ist eine tolle Kamera, die habe ich immer als Zweit- oder Drittkamera im Rucksack dabei, weil die einfach super klein ist und keinen Platz wegnimmt und leicht ist. Die Wanderung zur Seekarspitze und Seebergspitze habe ich in der Komoot-App gefunden. Die könnt ihr euch gerne anschauen, die verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Also klickt da ruhig drauf, das sind ganz hilfreiche Informationen, vor allem die Navigation hin zu dem Spot. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich mir die Karte runtergeladen habe, konnte an meinem Handy den Flugmodus einstellen und bin die Wanderung einfach nach Navigation durchgelaufen. Also es war super gut zu finden. Ja, also wenn euch die Wanderung der Film gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und auch über ein Like. Und informiert euch gerne über meine angegebenen Affiliate-Links im Video, über die Schuhe und die Socken, die ich anhatte. Haben mir getaugt und haben mich ja, gut ans Ziel gebracht. Dann sage ich jetzt Bye-bye, schöne Grüße von Sigi vom Ammersee. Und jetzt kuriere ich erstmal meinen Muskelkater in den Oberschenkeln aus, weil gerade das letzte Stückchen drunter durch den Wald hat mir echt den Rest gegeben. Also es war echt wieder im Zickzack nach unten echt anstrengend. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass man nach einer Stunde Abstieg im Wald so fertig ist. Aber es hat super Spaß gemacht. Ich habe schöne Erinnerungen mitgenommen. Ich freue mich schon auf die nächste Wanderung. Bye bye, euer Sigi.